Mark Eggers, bittere Beichte nach dem Bill Kaulitz-Kuss. Das Heftigste, was ich je erlebt habe. Gerade noch feierte Mark Eggers wild mit Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest. Doch jetzt gibt das Model ein bitteres Update auf Instagram. Nach den Kussbildern mit Bill Kaulitz kennt seinen Namen ganz Deutschland, Mark Eggers. Das schmale Model ließ es mit dem Tokyo Hotel Star auf dem Oktoberfest krachen. Zu später Stunde kamen sich die beiden näher. Konkret geäußert haben sich Bill und Mark bisher nicht zu den Fotos. Doch jetzt meldet sich der YouTuber mit weniger erfreulichen Nachrichten bei seinen Fans. Mark Eggers. Es ist das Heftigste, was ich je erlebt habe. Mark hatte eigentlich Pläne am Bodensee, doch die fielen ins Wasser. Er liegt mit über 40 Grad Fieber im Bett. Ich musste in die Notaufnahme. Es ging nicht mehr, klagte Mark seinen Instagram-Followern sein Leid. Es hat mich komplett rausgehauen. Kurz danach meldete er sich wieder mit bitteren News. Die Ärztin dachte, ich verarsche sie, als ich meinte, ich bin gestern nach Mallorca und heute zurück. Ihr müsst auf euren Körper aufpassen. Gesundheit ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Leider geht es Mark immer noch nicht besser. Kurzes Update von mir. Ich bekomme immer wieder Fieberschübe. Es geht gar nichts. Ich kann nicht mehr richtig aufstehen. Sorry für die ganzen Rumheul-Stories hier, aber so krank war ich noch nie in meinem Leben. Es ist das Heftigste, was ich je erlebt habe, so der Internetstar. Ich hoffe, dass ich das Fieber in Griff kriege. Ich liege im Bett, ruhe mich auf, trinke viel und hoffe, dass es bald besser wird. Und sein Flirt Bill, der räumte gerade den deutschen Fernsehpreis ab und ist mittlerweile wieder in Los Angeles. Gemeinsam mit Bruder Tom gönnte er sich erstmal einen Espresso Martini am Malibu Beach. Aber vielleicht gab es ja trotzdem Besserungswünsche an Mark.